Hello, ladies and gentlemen. From the flight deck, it's the captain. Very warm welcome on board this Boeing 747. We're just about ready to push back from stand now and start all engines. I would ask that you pay full attention, please, to the cabin crew's safety briefing that you'll be shown fairly shortly. In the meantime, make yourselves as comfortable as possible and enjoy the takeoff. Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten PMDG Let's Play für YouTube. Ja, ich habe es ja schon angekündigt, dass ich mit der PMDG fliegen werde. Jetzt ist es soweit. Wir stehen hier in Indien am Indira Gandhi International Airport, Neu-Delhi. Yo. Ja, in dieser schönen 777-200 Long Range. Also muss echt sagen, mundet mir sehr die Maschine. Also jeder, der die 777 gerne fliegt, sollte sich dieses Add-on kaufen. Das ist echt, mir fehlen die Worte, wie ihr seht. Also es ist echt hammer geil. Yo, wie ihr auch seht, ist alles im Cold and Dark Modus. So, machen wir mal Parkbremse, genau. So. Als erstes machen wir mal die Battery an. Machen das LDIU, also die Trägheitsnavigation an. Armen die Emergency Lights, dann dauert es kurz. So. Und dann können wir auch schon das FMC bedienen. So. Lange auf Menü drücken. FS Action, Ground Connections, Set 1, 2, 3. Return Menu. So, ja. Dann können wir hier die External Power. Und falls ihr euch wundert, warum hier so ein bisschen die Schrift so komisch ist. Also hier zum Beispiel und dann hier dieses L Main und dann hier das daneben alles so komisch ist. Ich bin noch nicht dahinter gekommen, warum manche perfekt und manche nicht perfekt sind. Desto näher ich ranzoome, desto unperfekter wird, was natürlich logisch ist, aber bei einem Freund ist genau andersherum. Naja, was soll's. Ja, also ihr seht, wir haben hier noch 64 Sekunden, 62 Sekunden left, bis den Startup macht, die Systeme hochfahren. Währenddessen kann ich ja schon mal etwas sagen. Also wir stehen hier wieder in Indira Gandhi International Airport in Neu-Delhi. Es ist gerade circa 6 Uhr und Sonnenaufgang. Ich habe ein Mega Airport, ich weiß gar nicht, was geändert ist. Also ich habe ein Add-on für den Indira Gandhi. Jedoch nimmt mein Computer das irgendwie nicht an, weswegen ich jetzt gezwungen bin. Ich habe es installiert, aber wie ihr seht, ist jetzt nicht so prickelnd. Ich werde mir bei dem Betreiber nochmal melden. Naja. Jo, wir werden heute nach Frankfurt fliegen. Also Mega Airport. Der wird dann hoffentlich funktionieren. Es wird gleich ein bisschen laut sein. An den Displays. Ja. Also wie gesagt, wir fliegen nach Frankfurt. Und ja, also Flugzeit sind so 9 Stunden, 8-9 Stunden schätze ich mal. Kommt drauf an, wie die Route ist. Und da hinten sehen wir einen im Anflug. Was für eine ist denn jetzt? Mal schauen. Ah, eine 737. Ja, jetzt ist sie initialisiert. So, jetzt können wir anfangen, das FMC zu programmieren. Also ich habe es aufgegeben jetzt durch die PMDG. Das ist perfekt gemacht, dass man alles requesten kann. Also man kann jetzt zum Beispiel FS Action machen wir erstmal, dann machen wir Fuel, dann machen wir
72%. Ja, das reicht dicke. Dann habt ihr hier euer Zero Fuel Rate und dann gehen wir nochmal auf Payload. Dann können wir Set Max machen und dann nimmt der die volle Maschine. Wir wollten aber nochmal auf Fuel gehen und das von 72 machen wir mal auf 77. Weil es ist schon ein relativ langer Flug und ja, ich habe keine Lust an eine Warnung wegen zu wenig Zeit. Naja. So, wenn wir dann auf dieser Page sind, wo wir ganz einfach hinkommen, wir sind hier, gehen auf FMT, Ident, und dann haben wir hier unser NAV-Data, also unser IRAC, unser Activated und unser Engine Model. Drop ist selbsterklärend. Wenn wir auf Position Init gehen, dann haben wir hier Ref Airport, das ist VIPP. Das ist Indira Gandhi. Dann nehmen wir hier die Position Init, also GPS Position, was wir von ADIU bekommen haben, der Trägheitsnavigation. Dann gehen wir auf Route und geben bei der Company Route geben wir VIDP VIDP Echo Delta Delta Foxtrot 01 und wir haben unsere Route, die man hier ganz schön sehen kann. Unser erster Punkt ist Bootop, okay. Dann gehen wir hier mal auf Departure Approach. FMC Departure Approach. Gehen hier auf Departure und suchen dann mal Bootop. Sieht schlecht aus. Bootop, ja. Scheint wohl nicht vorhanden zu sein. Ja, scheint wohl nicht vorhanden zu sein. Ja, scheint wohl nicht vorhanden zu sein. Ja. Ja, aber das ist gut, ja. Dann müssen wir nur noch Monat. Ich habe ja jetzt. Sorry, dass ich relativ wenig oder so gar nicht rede. Aber ich bin da sehr etwas verwirrt, weil es gibt den Flug nicht und laut meinem Planer gibt es den, aber das ist jetzt natürlich ein bisschen kritisch. Wir können eigentlich von Donut schon direkt auf. Ich würde sagen, das ist besser. Naja, machen wir halt eine relativ starke Kurve. Ja, kritisch, aber das schaffen wir natürlich. Ich bin dafür wieder. Ja, gehen wir auf. Index. Gehen wir auf Menü. Weil das machen wir hier noch. Gut, machen wir dann. One. Activated, execute. Ja, dann machen wir mal Root Save. Für den Fall, dass unser Computer sich denkt YOLO und ausgeht, haben wir die Route noch gespeichert. Eine große Besonderheit
beziehungsweise was Besonderheit. Ich meine, bei der anderen, also bei der gab es ja auch schon, dass wir auf Curve Init Request drücken können. Dann sagt er hier Requesting. Und jetzt sagt er gleich Sending und dann kommt ein Ton und dann können wir das einfach aktivieren. Dann rechnet er uns das aus. Und dann sehen wir hier unsere ganzen Daten. Hat er perfekt gemacht. So, also wir sind dann auf Flight Level 300. Machen wir nochmal hier. Verschlechterung. Ja, ist schon jawohl. So, und dann gehen wir schon mal nach oben und warten hier bis Fold steht, weil dann müssen wir das APU. Okay, APU startet. Ja, weil wir sind nämlich gleich fertig und dann können wir relativ schnell schon starten. So, wir haben 15 Grad. Wir haben eine relativ lange Runway, so wie ich das sehe. Sehe ich das richtig? Ja, die lange. Also wie man vielleicht sieht, das ist ja außerhalb vom Flughafen. Alles ist sehr detailliert, also Indien hier, alles ist detailliert, nur dann kommt hier so. Dann kommt das mal. Das ist so. Ich würde sagen, stimmt so, wir haben ja nichts, wo wir höher müssen und wir haben eine relativ lange Range, weil so Climb 1 und minus 10. Takeoff, Flaps würde ich sagen 15. Oder ja, machen wir 5. Was sagt denn der bei. Was gibt denn der uns bei 5? Und bei unserem CG von Speed. Natürlich nicht so schön. Wie sieht es vielleicht ein bisschen aus? Das ist schlecht. Ja. Yeah. Ja. Ja. Denkt ihr YOLO? Take off. Oh. Was passiert, wenn ihr wieder bei Thrust Limits? Okay, nein, das schafft er nicht. Dann machen wir einfach das ganz normale Climb-Verfahren. Ist jetzt natürlich ärgerlich, aber ist jetzt auch nicht wirklich. Nein. So, für das, das hat dauernd so, deswegen irgendwie auch. Naja. 170, das heißt 191 brauchen wir hier einzudrehen. So, 91, dann können wir hier Flight Director an. Also, und ich entschuldige, falls ich mal Frames-Einbrüche habe, was ich beim Start haben werde. Ich habe nur 6 GB RAM. Hat einen Dual-Core-Prozessor und eine ATX-Grafikkarte mit 500 Megabyte Cage Drop. Deswegen ist auch das Cockpit wahrscheinlich, steht zumindest auf der PMBG. Homepage hat man größer gebraucht, deswegen ist wahrscheinlich hier auch die ganzen Schriftgruppen nicht, aber ich meine, man kann ja den Halbweg noch lesen und läuft noch alles, von daher bin ich noch recht zufrieden. Nehmen wir mal auf, machen wir noch ein, ja doch, machen wir PMDG Setup Panel State Safe. Machen wir auch wieder VIP. Entschuldigt, dass ich so oft speichere. Nur, ich hatte ein kleines Problem, die 300 habe ich auch gekauft, beziehungsweise habe ich jetzt probiert zu aktivieren. Das hat nicht geklappt, also habe ich mir leider, anders gesagt, ich mache das nie, habe ich probiert
ich habe PMDG geschrieben, die haben mir nicht innerhalb von 20 Minuten geantwortet. Ich wollte eigentlich mit einer Triple 300 fliegen. Egal. Die haben mir nicht geantwortet. Ich habe fast eine Stunde gewartet, halbe Stunde habe ich gewartet. Niemand hat zurückgeschrieben, also habe ich mir eine gecrackte Datei runtergeladen und die hat natürlich 200 kaputt gemacht. Also durfte ich mir heute vor dem Flug hier nochmal schön die 200 schön nochmal aktivieren. Ja. Weil ich meine, wenn es sonst nichts ist, ich war ein bisschen abgefuckt, aber naja, was soll's. Für euch mache ich das. Für meine coolen 8 Abonnenten. In der Hoffnung, sie steigen. Ich hoffe, ihr mögt meine Videos. Also wenn nicht, dann wie gesagt, schreibt in Kommentare wieder. Und wenn, dann schreibt erst recht in die Kommentare wieder. Flight Deck Doors closed. Nope. Flight Deck Doors sind nicht closed. Müssen wir machen. Doors closed. Ja, ja, das dauert jetzt kurz. Aber wie gesagt, also wie man sieht hier, die Teilgenauigkeit von der PMDG ist einfach unbeschreiblich. Kann ich jedem nur empfehlen. Passenger Sight von nach der MCP hatten wir, Take of Speeds hatten, CDO Pre-Flight Check ist complete, Trim, das ist eine gute Sache, Trim, das sollte man dann schon, doch schon machen. 4-7, das weiß ich noch ein bisschen. Habe ich. Okay, kann ich ja nicht machen. Deswegen auch immer, ich bin gerade selber. Taxi check circle is completed and Beacon und Passenger Signs. Passenger Signs on Beacon on Taxi on. Jawohl. Jetzt fehlt nur noch die Trimmung, diese verdammte Trimmung. Mensch, hat ja nicht. Denkt sich YOLO mal wieder. So, okay, dann machen wir mal bei mir das Wetterradar und bei unserem werten Kollegen machen wir das Rain. So. Demnach sind wir eigentlich fertig. Schauen wir uns mal von außen an, aber mit Ground Gun. Das ist natürlich gut, wenn man sowas auch beachtet. Naja, passt schon. Irgendwie wird es schon gehen. So, machen wir FS Action, Ground Connection. Und dann machen wir die mal weg. Nein, weg habe ich gesagt. So, jetzt wollten wir rein theoretisch gesehen trinken. Nein. Denkt sich immer noch. Ja, denkt sich immer noch Jolo. Naja, machen wir gleich. Beim Taxi dann wahrscheinlich. So, okay. Perfekt. Wir starten mit Flaps 15, glaube ich, war das. Ja, gut. Fuel Press. Okay, so. Gehen wir mal ins Overhead Panel. Wie man auch hier sieht, wieder sehr, sehr detailliert. Sehr schön gemacht, sehr gut 3D-Effekt vor allen Dingen auch. Also wenn man Schalter umlegt hier. Klack, 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 klack. Und dann machen wir hier nochmal die Hydraulikpumpen an. Haben wir. Dann brauchen wir hier noch Fuel Pumps. Mit dem Sprit, da bin ich immer noch so ein bisschen vorsichtig, was den Sprit angeht. Ich verkalkuliere mich da gerne mal. Leider. Also ich musste schon mal, einmal musste ich schon landen, weil ich zu wenig Fuel hatte. Aber ich bin positiv davon überzeugt, dass es heute anders ist. So, okay, sind wir zwei. Out of LP running, hot and break, okay.
we're all set to go. So, ich zeig euch jetzt einfach mal hier, oh mein Gott, ich hab doch das Stück gerade aufgehört. Drei Folgen. Okay, so, ich zeig euch jetzt mal hier die Distance. Irgendwie 200. Turn nose to the right. Degrees. Machen wir mal 110. Verliert Entry. Ist natürlich mal wieder so nett wie. Immer dann, wenn ich ein Video mache, passiert immer Entry. Bla 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 bla. Meter. 81 Meter. Machen wir mal 80. Machen wir mal 75. Die Hoffnung ist bestimmt wenigstens halbwegs. So. Ich probiere jetzt nochmal zu trimmen. Ah, ich hab's geschafft. Getrimmt ist fertig. Trim ready. So, before taxi, anti-ice, checked, recall, check, auto brake, flight controls, checked, ground equipment removed. Klack. Und. Flight controls. Pull up. Ihr hört es im Video, das meine Leute, das ist. Pull down. Pull left. Alright. Neutral. Ja, also hält sich im Grenzen, ich hätte mir was gut. Spoilers, extended. Bullets, checked. Rudder for left. Rudder for right. Rudder neutral. Flight controls. Checked. All working. Okay. Wollen wir nur noch Flaps. Okay, also können wir jetzt den Push-up. Entschuldigung, es ist spät. Wir haben es jetzt, glaube ich. Ich glaube, das schläft schon nicht. Also wir haben jetzt 2 Uhr 22, von daher nicht mehr ganz so früh. 2 Uhr nachts. Gute Zeit, um YouTube-Videos zu machen. Schön konzentriert. Ich bin gerade verwirrt. Wie weit sind wir gekommen? And ground cockpit. Captain. We're all set to go up here. We've been cleared to push and start. Did you ready? Ready for push. Power and air are clear. Doors closed. We are ready for pushback. Can you start the brake, please? Nope, not now. Not right now. Just in a second. Okay, let's have this APU is running. Okay, parking brake is off. Cleared to push. Dann würde ich sagen, let's start right engine number 2. Wir gehen mal ins Cockpit und gucken uns hier den Startup an. Bitte 6 Frames, hat nicht noch weiter ab. Vier Frames, 2 Frames, 1 Frame, 10 Frames.
Pushback für uns auf den. Push is complete, set back and brake, please. Back and brake, set. Alright, brakes are set and pressure is normal. Okay, sir, tow bar is off, fin is out, watch the 10 on the right. Alright guys, thanks. You're cleared to disconnect. We will be watching for the pin and the release from guidance on the right side of the airplane, and we'll see you guys next time through. Okay, nein, dieses Computerspiel, ja. Ja. So, ein Problem ist angelegt. Starting left hand in angle number one. No cool 10 frames. Also entschuldigt das bitte, also wenn ihr ein High-End-System wollt, dann müsst ihr euch was anderes anfangen. Da bin ich nicht der geeignete. Gut, das hätten wir. Ich würde sagen, demnach sind wir ready. Taxi. Mit unserer schönen 777. Hat etwas schon mit hier. Ja. Ui, ui, ui. Das habt ihr gar nicht gewählt. Das beachtet ihr nicht. Aber nicht überhaupt. Tun wir einfach mal so, als wenn das nicht. Also, ihr habt einfach mal so gefahren. Ich frage mich manchmal frage ich mich auf so einem Airport oder internationale. Den Namen sagt ja schon international. Mein Gott. Und dann kommt so und solche Taxiways. Was ist denn das für eine Scheiße? Entschuldigung mal, aber das sehe ich jetzt in letzter Zeit. Verstanden. Ich bin gar nicht mehr. Nein. Ja. Ich kann euch auch jetzt schon sagen, wo der nächste Flug wird. Der nächste Flug wird auch mit einem 777 sein. Also ich werde jetzt nur noch 777-200. Ich werde mir nochmal mit dem Video anschauen. Und mich beschweren, weil es geht nicht wirklich gut. Also ich habe meine 300, die ich mir schon erworben habe, nicht funktioniert. Deswegen, ja, ich hoffe, es geht. Wenn die gehen für den nächsten Flug, muss man die Reise von Dubai nach Los Angeles mit den Emirates. Das sind 350 Schwanken. Das ist wahrscheinlich. Und dann, falls das nicht wird, würden wir wahrscheinlich nach Miami gehen. Vielleicht machen so eine, was weiß ich, so eine Rundreise oder so in die Welt ein. Einmal um die Welt, also wenn ich jetzt in Frankfurt bin, wenn ich jetzt in Frankfurt nach Miami mit einer Delta 777-200 Long Range. Falls die 300 nicht geht, mache ich das. Für Miami, wo ich mir dann noch ein, weil dann Miami geht. Approaching 1-0. Kevin ist ready.
Also dann fliege ich vielleicht von Miami nach Sao Paulo, beziehungsweise Rio, das weiß ich jetzt nicht ganz, mit einer PMDG 737-800 von Aeromexico oder was weiß ich, irgendwie sowas. Muss nochmal nachgucken, wie da genau der Stand der Dinge ist. Und dann wird nochmal gespeichert. PMDG Setup Connected Safe. Entschuldigt dieses dauernde Speichern, aber das ist das dritte Mal, dass ich probiere, dieses Video aufzunehmen. Und da kann man vielleicht verstehen, dass es etwas genervt, wie da ich davon bin. Dass hier dauernd schmiert und mir meine Nacht verlegt. Also ich bin um 0 Uhr losgeflogen, also mitten in der Luft schon abgestürzt und da hatte ich eigentlich schon gar keinen Bock mehr. Aber hab mir gedacht, ich hab's angekündigt, also muss auch da was kommen. Yo. Ist übrigens auch ein echter Flug von Air India. Also ich fliege jetzt hier sozusagen. Wird auch mit der Tourkiste hingeflogen, allerdings 300. Wie gesagt, hatte ich aber geplant. On runway, 1-0. Hat nicht so ganz geklappt, wie man gemerkt hat. Sagen wir machen Rolling Takeoff, oder? Ich bin hier. Ja, machen wir. Und dann können wir hier unser Trigger-Button drücken, weil die Triebwerke stabilisiert sind. Ja, und die Frames sind natürlich besonders gut heute. Die werden noch auf. Guck mal wieder hin. 80 knots. Check. Boah, ich hab halt die Knots. Das können wir nicht vorstellen. Entschuldigt mich bitte. V1. Rotate. V2. Fliegt mal mit dieser Lücke.
finde die Aeronautik wirklich cool. Ich habe deswegen mir extra die Airport hier gedownloadet, also Taylor natürlich. Was jetzt hier los ist, ist jetzt leider fraglich und fraglich vor allem. Naja, habe ich mir dann gedacht, jo, fliegst du einfach mit der hier, also mit der 200 Long Range, ich habe mit der 300 Long Range, ja, 300 von der Reichweite her schafft die jetzt eh, von daher ist egal. Jo, diesmal die erste Kurve und ich würde sagen, wir verabschieden voneinander und wir sehen uns.